Die Uschi zaubert jetzt aus dem Lavendel eine Paste. In der pannonischen Steppe rund um den Neusiedlersee, da wogt das blaue Lavendelmeer. Die Lavendelblüte und auch die Ernte ist noch voll im Gang und produziert eine Duftwolke nach der anderen. Einfach herrlich. Und hin und wieder, da mache ich auch ein kleines Geschenk und dann schneide ich schon ein paar an. Zum Beispiel habe ich da schon ein paar vorbereitet, nämlich so ein Lavendelbesel geht total schnell. Ich zeige es Ihnen. Und es ist eine schöne Alternative zu einem großen Blumenstrauß zum Beispiel. Ein kleines Asterl, können Sie auch ein altes nehmen, vielleicht hinten vom Komposthaufen. Dann legen Sie die Lavendelblüten im Büschel und wenn es zu wenig sind, wenn Sie auch nicht so gerne die Blüten abschneiden, dann nehmen Sie das Kraut einfach auch dazu. Selbstverständlich können Sie auch andere Pflanzen dazu nehmen, am besten solche, die auch lange halten und die dann später auch sich gut trocknen lassen. So. Ich mache das jetzt für Sie ein bisschen flotter. Einfach rund um ein Ende dieses kleinen Ästchens legen, dass das gut verdeckt ist. Dann nehmen Sie einfach ein Stückel Draht. Das hält dann gut, wenn der Lavendel auch schon getrocknet ist. Dann zwicke ich da unten das weg, sonst sieht man nämlich vom Besenstiel nichts. So. Und damit es noch ein bisschen hübscher ausschaut, haben Sie dann ein passendes Band. Das geben Sie da herum. Und das Besel ist fertig und duftet auch noch, wenn es getrocknet ist, über dem Schreibtisch, im Auto oder im Schlafzimmer. Für meinen Schlafguttee, den ich sehr gern auch mit Rosenblüten mische, sehr beruhigend. Für den Raumduft, für den Sirup, für Schlafgutlöffel. Das sind Lavendelblüten mit Honig, Körperstempel und Kissen verwende ich am allerliebsten getrocknete Blüten. Und die habe ich vom Duftbauern oder aus der Apotheke. Die getrockneten Lavendelblüten, die kommen auch in meine Gärtnerwaschpaste. Da liebe ich ja nicht nur das Ergebnis ohne Konservierungsmittel und eine ganze Gärtnersaison lang haltbar, sondern auch die Herstellung, denn da duftet es herrlich. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, nämlich etwa 100 Gramm Kernseife, das ist ein Stück Seife, da sehen Sie die Flocken und die habe ich aber schon mit destilliertem Wasser hier vorsichtig am Ofen erwärmt und das ist jetzt schon flüssig. Wenn Sie so Pasten zum Waschen oder auch Salben zubereiten, ist es immer gut, mit sauberen Glasbehältern, sterilen Emailbehältern zu arbeiten, weil das erhöht natürlich die Haltbarkeit. In diese Flüssigseife, da gebe ich jetzt hinein 10 Esslöffel etwa vom flüssigen Kokosöl. 4 Esslöffel in etwa Olivenöl und 8 Esslöffel destilliertes Wasser. So, und dann wird einmal umgerührt, damit sich das verbindet. So, ein bisschen ist es jetzt auch schon abgekühlt und jetzt gebe ich 2 Esslöffel Natron. 2 Esslöffel Heilerde und zur Unterstützung und für ein besseres Peeling das Kraut vom Lavendel. Bisschen was. Wer es feiner möchte, tut sie im Mörser ein bisschen pulverisieren. Und dann natürlich Lavendelblüte. Das darf bei mir ruhig ein bisschen mehr sein. Der Duft wird natürlich intensiver, wenn man noch ein paar Tropfen 100% rein ätherisches Lavendelöl dazu gibt und die Waschpaste wird cremig, aber fest. Wenn sie ganz ausgekühlt ist, flüssig einfach in einen Tiegel füllen und wie gesagt, dann wird sie fest und ist ein halbes Jahr lang gut haltbar. Keine andere Pflanze eignet sich aufgrund ihres lateinischen Namens. Lavare bedeutet nämlich waschen und wegen ihrer desinfizierenden Wirkung so gut für dieses Rezept, eine Waschpaste, wie der Lavendel. Meine Gärtnerhände, die freuen sich jetzt über diese Waschpaste. Die brauchen eh immer ein bisschen was.
Früher hat man ja übrigens gesagt, wenn man sich hinter einem Lavendelbusch versteckt, ist man so sauber, dass einem nicht einmal Hexen sehen.